Wie weit geht das? Wir werden pleite. Ich sehe es schon kommen. Wir sind jetzt wieder ganz tief unten gelandet in der No-Fight-Challenge. Willkommen zurück. Und das Problem ist, wir sind jetzt wieder auf dem Meeresgrund. Ui! Na, perfekt, oder? Wir haben aber neue Gebiete zu erkunden. Also, das geht schon klar. Also, wir dürfen jetzt hier oben lang schwimmen, was wir da vorher noch nicht durften. Dank sei der MS Kichererbse, die untergetaucht ist, wollen wir es mal nennen. Unfreiwillig. Die hat hier nämlich so Titanic-Style instant den Stein gerammt, der direkt da war. Ich hoffe, ich komme in keinen Kampf. Nein. Perfekt. Gut, dann sind wir jetzt hier auch weitergekommen. Oh Gott, ich wusste gar nicht, was die drauf haben. Ich habe auch ganz vergessen, dass ich denen ausweichen muss. Ich habe auch ganz vergessen, dass es diese Gegner gibt. Nächstes Problem, ne? Mario, du machst das schon. Make it! Warum er immer da... Das verstehe ich nicht. Warum brennt da schon was? Wer hat das angezündet? Was muss ich hier machen? Ah, okay. Was? Hä? Ach, hier gibt's... Wartet mal. Jetzt bleiben wir mal kurz ruhig und schauen, was es da gibt. Das würde mich jetzt interessieren, was das ist. Weil ich muss gerade irgendwie ehrlich sagen, dass ich keine Ahnung habe. Muss ich da hochschwimmen? Oder muss ich da was ausgraben? Das ist alles? Wenn eine Bohne unter Wasser ist, dann kriegt man einfach nur so ein Rufezeichen. Interessant, aber okay. So, hier können wir uns wieder fröhlich wundern, warum wir keinen Stromschlag bekommen. Warum, weiß ich nicht. Also ich kann es euch auch nicht beantworten. Das ist halt eher so eine kompliziertere Sache. Warte, hier ist schon die Lachlagune. Naja. Was gibt's denn da drüben? Nichts Gescheites, da kommen wir nicht rüber. Dann gehen wir mal einfach in die Lachlagune. Geil. Okay, hier ist ein Speicherpunkt, den brauchen wir nicht. Erstmal hochkrabbeln. Hui. Die Lachlagune finde ich ist eigentlich recht cool. Aber sie hat halt viele Gegner, ne? Aber wenn man sie nicht besiegen muss, kommt man sicher auch schnell durch. Vor allem hat sie nervige Gegner. Boah, diese Boomerang-Wichser sind hier, ne? Ah. Aber ich glaube, die müssen wir... Die werfen, glaube ich, nichts nach uns oder so. Ich bezweifle es. So, wir können darüber, dann kommt eine kurze Cutscene, beziehungsweise eine kurze Szene mit Müll. Die drei Bitches da. Das ist so bescheuert. So die richtigen Drahtstanten von nebenan. Das ist krass, aus dem Ort so. Oh, rüber da, ja. Ja, uns erstmal umrennen, dann Scheiße labern und uns dann noch von der Seite blöd anmachen. Perfekt. Was haben wir hier? Ah, stimmt, da war die Röhre. Nummer 8 war das. Hier noch eine Bohne. So, was können wir denn hier jetzt schon alles machen? Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, da unten gibt es auch noch nicht viel, ne? Nee, okay. Also wir müssen nach rechts. Die Musik ist ja auch cool. Vor allem finde ich es in dem Spiel auch einfach nur nice, wie extrem sich die Gegend so wandelt im Laufe. Den Block kann ich nachher mal aktivieren. Weil man hat halt wirklich alles hier, ne? Warte mal. Ah, das kostet ja 200 Münzen. Boah, seid... Stellt euch mal vor, wir hätten uns im letzten Part Kleidung gekauft und wären jetzt broke gewesen. Wir hätten uns das nicht leisten können. Holy shit. Wie dumm. Ich frage mich, was dann passiert, wenn man zu wenig Kohle hat. Würde mich interessieren. Ja, das ist auch eine lustige Szene, weil sie die Hand triggern. Und die haben auch die Macht der Hand. Bei Mario könnte halt wirklich der Stuhl abfackeln, ne? Und die könnte einen Schlag bekommen, das ist die Sache. Ihr braucht eine ganz besondere Behandlung.
Ja, wir bekommen jetzt natürlich neue Techniken. Die Handtechniken. Man muss natürlich wissen, was man mit seinen Händen so anstellen kann, ne? Jawoll! Okay, gut. Jetzt kommt ein kurzes Tutorial. Das kennen wir eh schon. Das dürfte aber das letzte sein, weil das ist... Ja doch, das ist wirklich das letzte Mal, dass wir jetzt Tutorial bekommen. Weil... Und übrigens finde ich diese Art der Paarmechanik, die man hier so bekommt, einfach nur mega genial, ne? Das finde ich so cool. Also vor allem das. Das mit dem Feuer im Arsch, das kann man sich ja denken, aber das mit dem Elektrisieren, dass man dann so richtig genau Ding mal so Mario lenken kann, finde ich so genial. Also wer auf die Idee gekommen ist, hat auf jeden Fall eine Lohnerhöhung verdient. Es ist so innovativ. Mario freut sich da so richtig schon, dass er jetzt Luigi was den Arsch abfackeln darf. Das finde ich so geil. Hoho. Ich frage mich, ob das eigentlich angenehm für die ist, weil so oft, wie man das machen muss, die ganze Zeit ist doch so behindert, oder? Da ist der falsche Ton dabei. Das ist nämlich auch der Donnerton. Das ist ein bisschen blöd. Kräftig! Mit feurigem Eifer! Okay. Wir müssen die Kugeln... Oh, das müsste ihm jetzt nicht zeigen. Hätte er einfach einen Kameraschwenk hin machen können. Auf jeden Fall einfach die Kugel drücken. Spurtet gegen die Kugel. Einfach nur stehen bleiben, dann trefft er sich schon. Wie Marios Füße sich bewegen, finde ich übrigens auch ziemlich cool. Wir müssen jetzt... Was müssen wir holen? Den Kelch? Nee, nicht den Kelch. Was müssen wir holen? Was war denn das? So, wie hießen die? Die Perlbohnen, stimmt. Perlbohnen hießen die. Wir müssen das Zeug holen. War das hier Luigi oder Mario? Erstmal gar nichts, weil wir laufen den falschen Weg. Ja, GG. Ah, hier können wir uns, glaube ich, entscheiden zwischen links oder rechts. Ist das jetzt... Ah, das ist das hier. Ich fand das damals so cool, endlich diese Buhu-Klötze zu bewegen. Einfach nur genial. Fand ich einfach super. Die so seitlich einfach so wegzudreschen. Ist echt eine geile Scheiße. Und vor allem auch wieder so eine coole Idee, weil Buhus verschwinden, wenn man sie anschaut. Und das ist eine umso genialere Idee. Und auch, dass man hier mitlaufen muss, finde ich so genial. Ich finde es doch nicht so genial, wie es aussieht. Ah ja, wir haben übrigens einen Soundbug. Dass das Donnergeräusch die ganze Zeit hier ist. Ah, zum Glück, wir müssen nicht weg. Stimmt, man wird hier zurückgesetzt. Aber dieser Bug mit dem Donner, der ewig weitergeht, das ist so behindert. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber das ist irgendwie so ein Soundfall wahrscheinlich, die unendlich lang weiterläuft. Und ich verstehe nicht, warum. Bugs schön und gut, aber warum denn so? Ah, hier ist der Sound übrigens auch unendlich lange. Also das eine ist nicht das einzige. Der Donnerbug ist nicht der einzige Bug. Ja, das war schlecht. Ich dachte, ich habe ein besseres Timing. Und auch, dass er nicht so schnell losrennt, sondern dass das ein bisschen Verzögerung hat. Delay so, weil ich sehe, ne? Wie man es kennt. Aber gut, die Nächste hat auch ihre Bohne bekommen und jetzt können wir endlich in jeden Bereich gehen, in den wir wollen. Jetzt geht's los. Jetzt geht's erst richtig los, weil in der Lachlagune kommt man ohne diese Fähigkeiten nicht weit. Nein, wirklich nicht. Den Block wollen wir natürlich noch betätigen. Gar kein Zweifel. So viel Kohle, jawohl. Wir sind halt wirklich richtig broke, ne? Diese Kackschwestern haben uns halt nochmal so viel Kohle abgezogen, das ist nicht normal. Vor allem so lästig. Weil ich mir dachte, ja, jetzt haben wir endlich bald Geld. Haben die uns dann wirklich 200 abgezogen, ne? Ja, haben sie. Letztes Mal hat man noch 510. Frechheiten gibt's. Unglaublich. Immerhin deutet man hier schon an, dass man nicht weiterkommt sonst. Aber mei. Was sein muss, muss sein, ne? Kommt man jetzt hier schon? Oh Gott. Ja, genau das meinte ich. Hier sind Ultra-Coopers. Oh, zum Glück hat das noch gut geklappt.
Eigentlich wollte ich nicht Luigi unter die Erde schlagen, aber gut. Diese Schildkröten sind... Ich frage mich übrigens, wie die Schildkröten wieder aufkommen, ne? Ich weiß nicht, sind das Riesen-Koopas oder so? Ist mir ja auch ziemlich wurscht. Aber es wundert mich halt einfach, dass die von ihrem Rücken wieder aufkommen. Oh! Skill ohne Ende, aber wirklich, kann man nichts sagen. Komm noch safe darüber, oder? Irgendwie, ja. Normalerweise würde ich die Cheep-Cheeps besiegen, mache ich aber nicht, weil wir dürfen nicht. Ich finde die Cheep-Cheeps eigentlich auch ziemlich coole Gegner und würde sie gerne besiegen, aber... Jetzt will ich noch wissen, dass da unten ist. Blöcke. Die nehme ich natürlich gerne mit. Oh, eine Lachbohne. Lachbohnen sind auf jeden Fall seltener als Grinsebohnen. Ja, Grinsebohnen sind ja die häufigsten. Du siehst mich nicht und wir haben eindeutig einen Homo. Oh nein. Nope, you don't do this to me. Du kannst es auch gern probieren, aber du wirst mir auch nicht kriegen. Ah, so viel Geld. Ah, es tut mir jetzt schon in der Seele weh. Oh, wir können echt schnell fliehen. Warum denn? Ich verstehe es gerade gar nicht. Aber mir soll es komplett recht sein. Oh, unter Wasser gibt's Lakes ohne Ende. Was ist denn das? Oh, wenn man mit Luigi vorne reingeht, dann sind sie sogar in der Röhre umgedreht. Nettes Detail. Ist mir noch nie aufgefallen. Ich glaube, ich bin auch noch nie mit Luigi vornewegs in die Röhre rein. Man muss halt schon manche Sachen einfach mal ausprobiert haben, ne? Und jetzt schau doch her, wie viel Geld wir verloren haben. Ah! Es tut so weh. So viel Geld. Oh, hier können wir gleich unsere Fähigkeiten testen. Los geht's mit Mario. I hate it. Vor allem weiß ich nicht, was das Problem ist. Ja, schau, so einfach geht's. Oh. Hier kann man nur geradewegs durch und das war dumm. Oh, jetzt aber. Gut. Gutes Ding. Ah, ich glaube, es könnte hier wirklich nochmal passieren, dass wir in richtig viele Gegner reinrasen. Vor allem, weil ich die Hand gerade einfach ausgerüstet hatte. Nope. Nope, nope, nope. You don't do this. Ich lasse mich hier sicher nicht von euch verarschen. Scheiß auf Bohnen und so weiter. Hauptsache, wir kommen nicht in den Kackkampf. Einfach einmal durchgehen, Kollegen, und dann haben wir es schon. Das ist nicht das Problem. Hier könnte man wieder Münzen fahren, aber ich habe gerade fett keinen Bock drauf. Ah, das ist das hier. Stimmt. Okay, wir gehen einmal kurz nach links. Und merken wahrscheinlich gleich, dass das ein Fehler war. Nein. Nein. Boah, knapp. War wirklich knapp. Ich frage mich, ob die auch abfucken ohne Ende oder nicht. Noch nicht. Fuck, ist das lächerlich. So vielen Gegnern ausweichen zu müssen, weil sie sind ja nicht nur am Land, sondern auch unter Wasser. Das macht es ja noch schlimmer. Nein. Oh Gott, den habe ich einfach nicht gesehen. Nein. Das geht, glaube ich, auf Luigi, oder? Ja, tut's. Boop. Weep, weep, weep. Wenn er so seine Hüften swingt, dann geht's auf Mario. Jetzt kommt noch der Kollege, meine muss auch noch kurz mitreden. Wow. Wow. Oh, jetzt... Wieso können wir nicht fliehen? Vorher ging's doch auch. Der Typ ist ja komplett bescheuert. Holy shit. War das gerade lebensmüde von ihm? Oh, Alter, wir haben 90. Wir haben gerade wirklich 90 Münzen verloren. In einem Kampf. Wie weit geht das? Wir werden pleite. Ich sehe es schon kommen. Ich glaube, es gibt einfach... Ich kann jetzt vor allem nicht fliehen, ne? Das ist ja das Schlimme. Ja, es geht natürlich auf... Doch nicht auf Luigi. Du müsstest das eigentlich theoretisch auch auf... Hä? Ja, okay. Ja, zieh mir 17 AP, aber wenn du meinst, oder? Oh, wir verlieren so viel Geld und ich weiß nicht, warum wir vorher nicht so viel verloren haben. Vorher konnten wir doch auch so schnell fliehen. Ja, schmeiß das Geld rum. Ohne Ende. Schmeiß das Geld ohne Ende rum. Interessiert eh keine Sau, oder? Ist ja nicht so, als könnte ich's brauchen. Ja, wir, ja, ich muss mich eigentlich eh schon damit abfinden, dass wir pleite sind gleich mal. Es ging so lang gut, aber wenn natürlich wieder solche Gegner kommen, die einen chasen, und zwar bis zum Mond, dann kann man halt auch nichts machen, ne?
kann man probieren, Geld zu sparen, wie man will. Aber wenn man halt nach 2 Schritten einfach so viel Geld verliert und ich weiß nicht warum. Wenn mich der jetzt auch noch trifft, dann raste ich. Du klein... Ja, hier können wir den Koffer nicht betätigen. Ich will kurz schauen, wie viel Münzen wir verloren haben. Ich glaube, ich habe jetzt noch 150. Oh, ich war sogar großzügig. Wir hatten fucking 160 Münzen durch 2 Flüchtlungen verloren. Balanced System, ne? Na, da freut man sich. Beschweren kann man sich da eher mehr. So, was haben wir jetzt hier? Ich glaube, hier war ja auch noch irgendwas. Ich glaube, ich muss irgendeine Kugel oder so stoßen. Ja. Ja, gut. Es gibt hier ziemlich viele von diesen Zeit-Challenges. Das ist... Aber ich glaube, keine einzige ist irgendwie ein Problem oder so. Wow. Oh, soweit ich weiß, kommt man da drüben eh nicht weiter. Also gehe ich jetzt hier lang. Wow, wow. Hauptsache, die fucken mich nicht bis zum Mond ab. Aber die anderen schon. Jetzt tut es mir wieder im Herzen weh, wenn ich auf die Münzen schaue. Ah. Ich glaube, ich hatte einen kurzen Herzinfarkt. Bin mir unsicher. Gott, wie ätzend. So, was musste man hier nochmal genau tun? Wieder irgendwas machen, ne? Jaja. Mehr ist es nicht. Aber wenn man ohne Kämpfen durchgeht, dann funktioniert es eigentlich echt gut, muss man sagen. So. Von wegen. Das war zu knapp. Weil wenn ich da runtergefallen wäre, dann wäre es vorbei gewesen. Der rennt mir jetzt noch kurz darüber. Wenn man da dagegen stoßt, ist auch bitter, aber so ist alles in Ordnung. Soweit ich weiß, man muss ja diese Steine da aus dem Wasser holen, wie wir vorher gesehen haben. Und ich glaube, das ist nur bei Buhus so, ne? Dass nur Buhus die Wirkung haben, diese Steine aus dem Wasser zu holen. Also zumindest da, wo wir sie brauchen. Die kommen jetzt nämlich einmal hier und einmal da. Genau, da, wo wir es brauchen. Nämlich da. Und ich glaube, den letzten können wir gerade auch noch machen. Wir sind ja erst bei 17 Minuten, halt je nachdem, wie sehr mich die Gegner abfacken. Oh Gott. Wie schaffen wir das nur? Ja, Hauptsache hier klappt es mit dem Ausweichen, ne? Aber unter Wasser ist halt behindert. Ohne Ende. Ich glaube, einmal müssen wir sogar noch unter Wasser. Lass mich mal kurz schauen, wo wir hin müssen. Oh lol, ich glaube, das war's sogar schon, ne? Einmal darüber, dann einmal hier rüber. Nee. Fuck. Das war falsch. Wir müssen. Ja, okay, ich weiß, wo wir hin tun müssen. Schwer ist es nicht. Aber ich hab's halt nur jetzt einmal verkackt. Darüber. Und dann da an die Wand klatschen. Und dann war's das. Können wir hier eine kurze Zwischenpause machen. Oder das war's. Oder doch nicht. Weil da unten geht's noch weiter. Oder war das was komplett anderes? Auf jeden Fall sind da unten ja nur Gegner, deshalb gehe ich da sicher nicht hin. Aber ja, das war's. Das war's eindeutig. Darüber gehe ich nicht. Ich glaube, den Bereich haben wir eh schon mal gesehen. Ist mir eigentlich auch egal. Hauptsache, wir kommen jetzt dahin, wo wir hin müssen. Ich glaube, wir können jetzt da rein, ja genau. Gut, wir speichern hier, denn das kommt im nächsten Part. Und ich hoffe, ihr seid dafür bereit, denn das nächste Mal dürfen wir gegen den Kack-Pisser da spielen. Ah. Mit Level 17. Like. Ihr wisst, was kommt. Wir sehen uns das nächste Mal. Dann geht's leiden erst wieder richtig los. Auf Wiedersehen.